Ja, wir wurden gegen 1.39 Uhr alarmiert zu einem Lagerhallenbrand im Remsfeld in der Hauptstraße, ehemalig Stuhlfabrik Remsfeld. Ja, beim Eintreffen war Feuerschein auf dem Dach zu erkennen und ja, wir haben gleich einen Löschangriff eingeleitet. Wir waren mit, Einsatzkräfte sind 14 Feuerwehren aus Knöllwald hier, die Feuerwehr Homberg und die Drehleiter aus Melsung und aus Felsberg. Und die SEG aus Felsberg zur Verpflegung mit insgesamt waren 120 Leute zu Spitzenzeiten hier. Also hatten wir einen sehr starken Durchbrand. Die Pfeile waren Vollbrand und das Flammen waren relativ hoch. Und, ja, starker Flammenschein da. Das Schwierige ist an der Sache, die Halle ist mit Holz, Spanplatten, die aufeinander geschichtet gelagert. Und da ist im Moment das Ablöschen mit Wasser schlecht. Wir bereiten im Moment einen Schaumangriff vor. Dadurch müssen, warten wir aber auf Kesselwagen, weil das Schaumittel nicht in die Kläranlage eingeleitet werden darf. Und dann können wir jetzt weitermachen.